Dritte Liga, live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Der Zyklop Terence Boyd liefert wieder. Er kommt auf 2 Tore und eines ist unter Florian Schlorenberg. Aber auch das Duo B&B steht im Mittelpunkt. Also nicht Bed and Breakfast, sondern Beck und Bertram, die ehemaligen Hallenser in Diensten des 1. FC Magdeburg. Wir gehen in das Sachsen-Anhalt-Derby. Endlich wird es wieder Zeit für diese Derbys, allerdings immer noch ohne Zuschauer. Wir gehen die 13. Spielminute. Da haben wir einen neuen in der Mannschaft des 1. FC Magdeburg. Daniel Steininger wird aber gestoppt von Florian Hansch. Eine Minute später Jan Washausen mit diesem Einsteigen. Bertram springt da hoch. Washausen sieht dennoch die gelbe Karte. Magdeburg meldete sich nur durch Standards an nach 20 Minuten. Da mal der Kühlschrank, wie Pele Wollitz ihn bezeichnete, Jürgen Jasula mit einer Aktion. Und wo war denn eigentlich der US-Boy? 28. Minute, da ist er mal, Terence Boyd. Er prüft Morten Behrens. Der ist in seiner Topform zurück. Er hat sie unter Florian Schnorrenberg wiedergefunden. Aber hier findet er in Morten Behrens erstmal seinen Meister. Und was war eigentlich mit dem anderen Offensiv-Maestro? Christian Beck, der war wieder kaum zu sehen. Das Jahr 2020 ist nicht unbedingt sein Jahr. Auch der HFC versucht es über Standards und vor allem über Spieler, die man nicht unbedingt auf der Rechnung hatte. Bentley Baxter Bahn, nicht als Kopfballspieler bekannt mit dieser Aktion. 45. Minute, wieder steht Jan Washausen im Mittelpunkt. Und diesmal zeigt der Schiedsrichter Bastian Dankert die gelb-rote Karte gegen Jan Washausen. Der HFC also in Unterzahl. Das dürfte nicht einfacher werden in der zweiten Hälfte in diesem Sachsen-Anhalt-Derby. Es geht ja auch um eine ganze Menge. Aber in der zweiten Hälfte spielte dann erstmal nur der hallische FC. Zumindest was die Großchancen anbetraf. 53. Minute wieder der US-Boy Terence Boyd. Es war eine hart umkämpfte Partie, die Thomas Hossmann da sah. So ganz zufrieden konnte er nicht sein mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Magdeburg hatte zwar viel Ballbesitz, aber man musste immer wieder klären, wie zum Beispiel hier mit Jürgen Rother, der sein 100. Drittligaspiel absolvierte, der auch hier in höchster Not da sein musste gegen Terence Boyd. Und genauso ging es auch weiter. 78. Minute, Terence Boyd hat es häufiger mit Schüssen probiert. Jetzt will er es mal ein bisschen anders machen. Und das ist ganz süß, wie er den Ball spielt. Und Pascal Sohm macht es noch süßer. Das 1:0 für den Halleschen FC in Unterzahl gegen den großen Rivalen aus Magdeburg. Und dieses Tor ist einfach nur sweet like chocolate. So könnte man es nennen. Sohm mit dem Lupfer. Ganz kalt in diesem 1-gegen-1-Duell gegen Morten Behrens. Die klare Ansage, Daumen hoch von Terence Boyd und Florian Schnorrenberg. Daumen hoch zurück. Wir gehen in die Nachspielzeit. Der 1. FC Magdeburg wechselte einen U19-Spieler ein, Julian Weigel. Und der kam dann auch noch und erzielte das 1:1. Sein allererstes Drittligaspiel, sein allererstes Profispiel. Und er traf auch noch. Aber wir schauen noch mal auf das Duell Mai gegen Rotschen. Denn da war der Ellbogen im Spiel. Das sorgte für Diskussionen. Terence Boyd mit der klaren Meinung. Ich weiß, wie schwer es die Refs haben, aber ich meine, der schickt mit dem zweiten Foul den Washausen runter. Halbzeit in Unterzahl, mal ein bisschen, wirklich mal, nur einfach mal ein bisschen, einfach mal korrekt sein, wirklich. Also, weiß ich nicht. ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, wirklich. Das ist ganz klar, der knockt den einfach raus von hinten. Tut mir leid. Ich sehe das so, dass ein normaler Zweikampf ist. Ich glaube, Halle hat von der ersten Minute an viel rumgeschrien, viel Theatralik gemacht und ja, das wollten die unbedingt. Und ja, wir haben dagegen gehalten. Wir wussten das. Wir hatten das schon in den Spielen davor gesehen, dass wir uns darauf einstellen müssen. Nie hat der hallische FC in Liga 3 gegen Magdeburg gewinnen können. Julian Weigel ist heute derjenige, der wieder einmal den Sieg des hallischen FC verhindert. Das Abstiegsrennen in Sachsen-Anhalt geht also Hand in Hand weiter. Weder der HFC noch der FCM können sich nachhaltig absetzen. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.